Am 22.10. veröffentlichte 3sat einen Beitrag mit dem Titel Kopftuch verbieten. Darin kommen unter anderem die Ethnologin Susanne Schröter, die Soziologin Nejla Kelek und die SPD-Landesvorsitzende Baden-Württembergs Leni Breymeyer zu Wort und plädieren hier für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 18 Jahren. Nun, in dem Beitrag, in dem es vor allem um das Kopftuchverbot von Schülerinnen geht, wird deutlich, dass besagte Akteure daran arbeiten, eine religionspolitische Achsenverschiebung in Deutschland herbeizuführen. Schröter, Kelleck und Breymeyer verlangen durch ihre Verbotsforderung, dass der Staat religiös-weltanschauliche Bekenntnisse, Symbole und Praktiken bewertet und über ihre Legitimität bzw. ihr Existenzrecht entscheidet. In anderen Worten ausgedrückt, verlangen sie, dass der Staat damit beginnt, Praktiken wie das Tragen des Kopftuches zu bewerten, indem er es entweder als legitime Religionsausübung kategorisiert oder eben als Ausdruck einer vermeintlich patriarchalischen Kultur und Erziehung, in die es durch rigorose Verbote zu intervenieren gelte. Nun, in der Gedankenwelt dieser Akteure mutiert die Bundesrepublik zu einem Obrigkeitsstaat, der in das weltanschaulich-religiöse Leben seiner Bürger interveniert und diesen vorschreibt, wie sie ihr Leben zu gestalten hätten. Der Staat würde festlegen, bei welchen Ansichten und Praktiken es sich um einen liberalen bzw. guten Islam handele und bei welchen nicht. Er würde beurteilen, ob es sich bei dem Kopftuch, dem Gebet oder dem Fasten um religiöse Pflichten, kulturelle Traditionen, Symbole oder eben den Ausdruck einer politischen Gesinnung handele. Auch würde solch ein Staat andere Religionen bewerten, indem er zum Beispiel eine Kippa erlauben und gegenüber islamischen Kopfbedeckungen privilegieren würde. Ein Staat, wie ihn sich Schröter, Kelleck und Breymeyer wünschen, würde seinen Geltungsbereich in den vorpolitischen Raum ausweiten und seinen Bürgern ihre Lebensgestaltung nur unter dem Primat einer oktroyierten Leitkultur gestatten. Es sind genau solche Forderungen, die das Selbstverständnis des liberalen Verfassungsstaates untergraben. Denn die Forderungen von Susanne Schröter, Nejla Kelleck und Leni Breymeyer zielen explizit auf eine Intervention in die Grundrechte der in Deutschland lebenden Bürger ab. Die in dem Grundgesetz garantierten Grundrechte, auf die man hierzulande doch so stolz ist, wie die religiöse und weltanschauliche Bekenntnisfreiheit, sowie auch das privilegierte Erziehungsrecht der Eltern, werden in der verfassungsrechtlichen Tradition der Bundesrepublik als negative Abwehrrechte von Individuen und Religionsgemeinschaften gegen die Intervention des Staates begriffen. Auch sollen diese Grundrechte, so übrigens der eigene Anspruch, Minderheiten gegen eine Mehrheit schützen, die eben durch populistische Forderungen aufgehetzt werden und die Existenz andersdenkender Mitbürger bedrohen könnte. Durch die Forderung nach solch massiven Eingriffen tragen Schröter, Kelleck und Breymeyer zu der Untergrabung des liberalen Verfassungsstaates bei und stärken rechtspopulistische Narrative. Auch wenn sich diese Akteure selbst nicht als Rechte begreifen, so transportieren sie doch durch ihre Ansichten ein Staatsverständnis, welches exakt dem der AfD und anderer rechtsextremer Akteure entspricht. Ihnen schwebt ein Staat vor, der auf Kosten von Individuen und Minderheiten eine Leitkultur etablieren und ein politisches Kollektiv definieren soll, von dem niemand abweichen dürfe. Genau aus diesem Grund erklingt der lauteste Beifall eben für Schröter und Konsorten aus der Ecke der Rechten. Denn sie vertreten dieselbe politische Agenda, nämlich die Etablierung einer uniformierten Gesellschaft, in der jeder Andersdenkende als gefährlicher Zersetzer gebrandmarkt und einer entfesselten Tyrannei der Mehrheit zum Opfer fallen wird.